Hallo und herzlich willkommen zur Folge 216. Ja, wir haben das letzte Mal einen von Xalas So. Wächtern getötet. Genau hier in der Schattenläuferhöhle. Das heißt, wir decken uns erstmal wieder mit Leben zu. Ich habe ja am Ende noch ein bisschen was verloren. Ah, genau, schon wieder Dunkelpilze in mich reinpumpen. Weil wegen Mana. Ja, wie schaut es heute aus? Genau, wir sollten ja Xalas Tagebücher finden. Haben wir eins eben gefunden. Ich lese das gleich vor. Da ja die Sternwarte Xardas gehört, gehe ich mal davon aus, dass noch ein paar weitere Tagebücher eventuell in der Sternwarte sind. Und wir schauen erstmal. Die schwarzen Magiebücher waren ja auch von Xardas, glaube ich. Da haben wir noch gesammelte Erfahrungen. Ich glaube, ich benutze es irgendwann sogar, weil verkaufen, Geldsorgen haben wir jetzt keine. Steintafeln können wir, glaube ich, eh noch nicht lesen. Ach ja, ein Almanach der Besessenen. Ach ja. Aber die hätte ich auch gern. Also wenn wir die lesen können, dann noch irgendwann die Steintafeln, dann wäre das natürlich ziemlich geil. Oh, genau, Lehrbücher der Magie habe ich auch noch. Grab des Stammlers, ja, man, wir haben schon ziemlich viel Zeug. Die Chroniken von Tamora, Tagebuch von Myxia. Stimmt, das hatte ich glaube ich auch noch, ne? Oder habe ich das schon gelesen? Um unsere Studienjagd am Ende Zathuras hat mich aus der Stadt zurück beordert und wir wollen bald nach Warand aufbrechen. Unsere Abreise verzögert sich aber noch. Unser Bruder Theophil, genau, der erst seit kurzem bei uns ist, hat wohl in den Bergen einen Weg gefunden, der vielleicht nach Jakendar führen könnte. Aber selbst wenn dies der Fall ist, werden wir vor unserer Abreise die beiden Zugänge versperren, damit keiner das Tal betreten kann. Stimmt, das wäre noch wichtig, dass wir das jetzt mal vorgelesen haben, denn es gibt ja einen Weg durch die Berge. Also das war uns jetzt zwar schon länger klar, aber trotzdem. Achso, ja, das waren Jones-Dinger. Und wo sind jetzt die Tagebücher von dem guten Xardas? Haben wir die jetzt eben übersehen? Habe ich die übersehen? Schwarze Magie sind es ja nicht, oder? Das ist schwarze Magie. Ich glaube nicht. Nee. Doch. Na doch. Moment. Jetzt will ich mal ganz kurz schauen. In der Höhle unter dem Steinkreis habe ich das sechste Tagebuch von Xardas gefunden. Xardas sorgte allerdings dafür, dass sein Geheimnis gut bewacht wird. Hier war es ein untoter Paladin, der nach dem Öffnen der Truhe erschienen war und mich sofort angriff. Ich habe ein weiteres Buch über schwarze Magie gefunden. Es behandelt den sechsten Magiekreis der schwarzen Kunst. Hier endlich erfahre ich, dass Xardas tatsächlich derjenige war, der die Runenmagie zerstört hat. Ich erfahre aber auch, dass er sich nun zum Schein Belia angeschlossen hat, um sowohl dessen Sieg wie auch die Alleinherrschaft von Innos zu verhindern. So ganz sind mir seine Motive nicht klar, aber immerhin ist er kein Anhänger Belia. Das wird Sean interessieren. Okay. Wir haben jetzt schon ein paar Bücher gefunden. Und wir haben Schütz, Schwarze Magie. Ich glaube, eins hatten wir und die beiden sind neu jetzt anscheinend. Ich lese mal. Ich guck mal rein. Belias Magie, vierter Kreis. Der vierte Kreis der schwarzen Kunst ist kein Geheimnis mehr für mich. Zumal mir jetzt alle Schriftzeichen der schwarzen Magie bekannt sind. Auch diese Zauber sind genauso leicht zu lernen wie die Zauber des Feuer- und des Wasserkreises. Allerdings muss ich feststellen, dass es immer wichtiger wird, das alte Magiewissen zu erwerben. Die Bibliothek in der alten Sternwarte aber verfügt glücklicherweise über genügend Bücher zu diesem Thema. Um den Ungeweihten den Zutritt zu erschweren, habe ich daher den Zugang zu derselben verschlossen. Der Schlüssel befindet sich in der Höhle unterhalb der Sternwarte. Ich habe mit der Magie des vierten Belia-Kreises jetzt genug erfolgreiche Experimente machen können. Jetzt werde ich mich so bald wie möglich mit dem fünften Kreis befassen. So, hier, Belias Magie, sechster Kreis. Es ist vollbracht. Belia weihte mich in den sechsten Kreis der Magie ein. Dieser Narr, der Triumph, mich, den einstmals obersten Feuermagier des Königreiches, auf seine Seite gezogen zu haben, muss den Gott der Finsternis verblendet haben. Nun muss es mir nur noch gelingen, die Kraft seines Avatars in mich aufzunehmen, um den Krieg der Götter zu beenden. Dann werden weder Innos noch Belia für die nächsten 1000 Jahre in der Lage sein, Mensch und Tier zu beherrschen.
Um aber Innos zu schwächen, muss ich vor allem die Runenmagie zerstören. Jetzt muss vor allem die Runenmagie zerstört werden, damit auch der Gott des Feuers nicht triumphieren kann. Das hat aber zunächst noch Zeit. Bis dahin kann ich mich noch intensiv mit den Zaubern des sechsten Magiekreises befassen. So, jetzt haben wir ja klar das Vorhaben mehr oder weniger aufgeklärt. Es ist gerade stockdunkel, ich weiß. Und das Schattenläufer, 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 bla bla bla. Hier sind überall nur tote Schattenläufer. Und Standbild. War auch noch zwischendrin. So, war das jetzt eigentlich? Ne, da oben gibt's nichts. Ich dachte, da kommt man noch rein. Aber nein, also ne, eigentlich habe ich nicht geglaubt, aber ich dachte mir, komm, ich versuch's einfach mal. Aber genau, die Höhle war doch noch nicht zu Ende. Oh, es ist aber so dunkel. Ich glaube, die Höhle werde ich nie wieder finden. Das ist ja das Problem. So, jetzt will ich erstmal schauen. Wo bin ich überhaupt? Ich bin, da oben ist die Sternwarte, hier an der Seite. Und da hinten ging es hoch zu den Ogern. Okay, naja, das lässt sich, glaube ich, wieder finden. Auf jeden Fall befindet sich der Schlüssel zur Sternwarte unterhalb dieser in der Höhle. Und ich glaube, ich weiß, welche Höhle das ist, aber ich muss sagen, das sieht schon geil aus, so von der Konstruktion her. Also der Berg. Und der ist ja gut, der ist im eigentlichen Fall kein Konstrukt, aber das Gesamtbild dieser riesigen Sternwarte auf diesem Felsen sieht nett aus. So. Jetzt will ich erstmal wissen, ob diese Höhle hier gemeint ist. Ich hoffe, ihr seht einigermaßen was. Das ist wie gesagt ein bisschen dunkel. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Also dazu brauche ich einen richtigen Schlüssel. Na super. Dann müssen wir noch weiter runter. Aber es ist gerade echt ein bisschen dunkel. Na, den Teil da hinten hatten wir schon. Dann schaue ich mal, dass wir einfach irgendwie runterkommen. Also hier hilft uns der Mondschein noch ein bisschen, was die Sicht angeht. Das war vielleicht ein bisschen hoch. Nee, alles gut. Dann haben wir hier die Höhle, die ich noch besuchen will. Und dann ich versuche, okay, es war vielleicht ein bisschen hoch. Na, okay, alles gut. Die Höhle unterhalb der Sternwarte. Die besuchen wir jetzt. Oder wir suchen sie. Ich weiß noch nicht, welche damit gemeint ist. Das heißt, es müsste ja irgendwo hier der Schlüssel. Oder haben wir den Schlüssel sogar schon? Nicht, dass ich jetzt hier verplant durch die Gegend renne, aber habe ich den schon? Turmschlüssel, Zimmerschlüssel, Orlandsschlüssel. Schlüssel zur Schatzkammer im Kloster. Schlüssel zur Pforte im Kloster. Schlüssel zur verlassenen Mine. Retajester, Truhen, bla, vom Dingen. Großbauer, Valentino, Kellerschlüssel. Vom Hotel, Kajütenschlüssel. Martins Lagerraum, alter Schlüssel, Lager im Stollen, Colvins Schlüssel. Es ist so ein bisschen alles, weiß nicht, mir hätte es besser gefallen, wenn die Schlüssel so ein bisschen geordneter wären und nicht einfach zwischen den ganzen Tiertrophäen, aber okay. Ja, zum Hauptstollen, Burgmannschaft, Ralfsschlüssel zum Burgsaal, Janus. Burggarten, Burgtor. Auch was von der Nähe, was anderes, was anderes. Kerkerschlüssel, nein. Alter Schlüssel, nein. Marbots Zimmer. Rolex Schlüssel, seltsamer Schlüssel, Mannschaftsräume. Scheiße, haben wir viele Schlüssel. Auch nicht den, den wir suchen. Burgbibliothek, nein. Nein. Was haben wir noch mehr? Kajütenschlüssel. Das ist der von Corinnes. Gregor. Turbenschlüssel, Turbenschlüssel.
Gilberts Mine, Haus der Paladine, Banditen, Turmschlüssel und das, nee, war es noch nicht ganz. Portal-Temp, ja, okay. Unhändler Jura. Erstmal ein paar Lederbeutel öffnen. Gut. Da würde ich sagen, ich speichere erstmal ab. Und mach mal eine Fackel an. Wenn ich denn eine finde. Ah ja, da sind sie doch. Und jetzt suchen wir mal nach der Höhle. Unterhalb der Sternwarte. Beziehungsweise da die verschlossen ist, weiß ich nicht, ob die verschlossen sein, also bleiben sein sollte. Ne, also sprich, vielleicht sollte die zu bleiben. Und wir sollen einfach über die Ranken rein, weil die wurden ja auf jeden Fall angezeigt. Und anscheinend haben die das ja so gesehen dann auch ausgebessert, dass man die benutzen kann. Beziehungsweise, was ist das denn? Das sieht jetzt gerade mal sehr interessant aus. Ich habe hier auch die Lösung entdeckt. Naja, nicht so wirklich. Aber okay, hier scheint es runter zu gehen. Wahrscheinlich im Keller von der Sternwarte. Sieht echt ganz nett aus, muss man sagen. Kann aber auch bedeuten, dass die anderen Pfeiler, Naturpfeiler, sag ich mal, eventuell auch noch Geheimnisse birgen. Da hinten waren wir doch drin, ne? Das war genau. Das war diese verzweigte Minecrawler-Höhle. Vielleicht habe ich hier auch was übersehen. Ich gehe das mal ganz kurz durch. So groß war die Höhle ja nicht. Aber höchstwahrscheinlich dürfte das ja dann in der Truhe sein. Da hinten haben wir ja sogar eine Truhe. Aber da war, glaube ich, nichts. War da was Wichtiges drin? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber das könnte Sinn machen, aber wir kommen ja nicht rein. Also zumindest da unten nicht. Hab ja den Schlüssel nicht. Das wissen wir ja. Oder zumindest gehe ich davon aus. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach durch die Ranken rein, oder? Das macht am meisten Sinn. Bin gerade ein bisschen überlegen. Es wird jetzt echt scheiße dunkel. Aber es kann natürlich auch gut sein, dass wir irgendwo noch eine zweite Höhle haben, die wir noch nicht entdeckten. Das da hinten, was war das nochmal? War da nicht auch eine Höhle? Ich weiß es gar nicht mehr. Der Ritz. Ach so, die Ritze, das war ja nur. Ja. Das war ja nur so ein kleines Goblin-Lager. Ansonsten, ich glaube, ich suche jetzt mal wieder den Weg nach oben, dann laufen wir einfach hinein. Oder halt eben über die Ranken. Ich weiß ja nicht, wie das geplant sein sollte. Ich habe ja keine Ahnung, ob wir, wo die Ranken reingehen und dann von innen Schlüssel finden. Oder wir, kann auch sein, dass es zwei Varianten gibt und wir finden, können draußen den Schlüssel finden. Ist ja alles möglich, aber hier unten haben wir ja soweit alles aufgeräumt. Es kann natürlich auch gut sein, dass mit der Höhle unterhalb der Sternwarte auch die Höhle gemeint sein kann, in der ich gesagt habe, wir gehen erst am nächsten Morgen rein. Das sind alles Alternativen und Möglichkeiten, die ich mir vor Augen führen muss. Und wir uns auch wieder hoch Richtung Sternwarte. Das dürfte doch der richtige Weg sein. Ich habe das Gefühl, dass es nicht. Da doch, wir kommen doch von hier darüber, da hoch und dann. Ja, genau.
Und wenn man springt, verliert man die Fackel. Ja, wann ist das? Also wie gerade gesagt, gerade sehr dunkel. Ist ja auch nicht viel mehr. Ich versuche einfach, so schnell es geht, in der Sternwarte ein Bett zu suchen. Im Normalfall könnte man ja einfach sagen, gut, ich teleportiere mich kurz weg, wir haben Tag, ihr seht wieder was, ich auch. Wir laufen wieder hin, aber der Weg hierher ist doch ein bisschen zäh. Und das dürfte jetzt ja wohl mal gehen. Die sehen echt nett aus, die Statuen. Hat was, hat was. Wovor ich immer wieder Angst habe, ist, dass wir wieder im Dunkeln da reineiern, wir direkt von Skeletten verprügelt werden, die wir nicht sehen. Jetzt haben wir gleich 0 Uhr. Und ja, es ist doch nicht dunkler, als ich dachte. Aber auf jeden Fall gehen wir einfach jetzt durch die Rampen rein. Da drin brennt ja auch Licht. Man könnte, glaube ich, auch... Moment, ich will mal ganz kurz schauen. Das sieht mir gerade danach aus, als könnte man auch durchs Fenster. Ich glaube nicht, hier kann man nicht lang, oder? Ah, doch. Eventuell. Wow. Okay. Die Möglichkeit besteht auch. Das merke ich mir. Die Tür ist verschlossen. Ganz mächtig verschlossen. Und dann... Gut, wir können auch per Ranke hinein. Bett ganz schnell. Ah, jawohl, perfekt. Kann man das auch benutzen? Toll, jetzt haben wir den Käse. Warum habe ich den blöden Almanach nachgelesen? Jetzt brauchen wir noch einen Trank gegen Besessenheit. Na super. Das ist ein Blödsinn. Krieg ich nicht mal mehr Leben, wenn ich hier schlafe. Na super, da können wir ja doch Dunkelpilze fressen, bis wir blöd werden. Warum lese ich denn überhaupt? Da bräuchten wir auch Tränke gegen Besessenheit. Ist das auch, ob das auch eine Quest sein könnte? Das wäre ja gut möglich, würde ich sagen. Los, Fries für Bromemana. Auf jeden Fall, wir sind in der Sternwarte drin, es ist Tag und es ist alles viel einfacher, als man sich es hätte vorstellen können. Jawohl, und unser Mana wächst an. Schön. Und dann würde ich sagen, wir... Ah, da geht's hoch. Okay. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal alles an. So ein Schreibpult, wir können nichts schreiben, ne. Ich muss sagen, es sieht eigentlich recht einladend aus, also... Eine Sache muss man sagen, das lachen, lassen, nicht lachen, lassen. Von Innenausstattung, da versteht er was. Hier haben wir eine Heilung, das ist jetzt ein paar Blätter. Und da ist noch ein Trank. Und draußen pisst's wie Sau. Und ich guck mal, dass ich mich hier zurechtfinde. Ach, guck mal an. Seyan, bist du es wirklich? Ich bin es. Deine Augen haben dich nicht getäuscht. Ich bin jetzt wirklich überrascht, dich hier zu finden. Deine Robe hat mich auch ein bisschen irritiert. Ja, so eine Robe kleidet einen doch ganz anders. Auf Athanos hatte ich allen Grund, mich als Alchemist zu verkleiden. Aber hier auf Korinus war das nicht mehr nötig. Na schön, aber wie konntest du denn Athanos so schnell verlassen? Ganz einfach, ich habe mich hierher teleportiert. In der Bibliothek von Athanos fand ich einige aufschlussreiche Schriftstücke. Darunter befand sich auch eine Anleitung für die Herstellung eines Teleportsteins, dessen Ziel diese alte Sternwarte ist. Gut zu wissen, bevor wir uns mit ihm groß unterhalten. Will ich mal ganz kurz schauen.
bevor wir uns mit ihm unterhalten, würde ich sagen, wir verschieben das auf die nächste Folge. Ich will nur ganz kurz schauen, ob er was dagegen hat, wenn ich mir die Sachen nehme. Ach nee, was soll das denn auch stören? Das ist ja auch nicht sein Zuhause. Das ist ja eine von Xalas Unterkünften, da kann man schon alles mitgehen lassen. Jetzt will ich nur ganz kurz nochmal schauen. Pass, Kloster, Leuchtturm, Hafenstadt, Steinkreis, Sternwarte, perfekt. Da wir momentan Hafenstadt nicht brauchen, Sternwarte. Und wir haben wieder Spruchrollen gesammelt. War da irgendeine hilfreiche dabei? Ich glaube nicht, nein. So, das heißt, das erste, was wir in der nächsten Folge machen, ist die Abreibung für Gerbrand, weil das ist so was Kleines, das kann man einfach schnell dann abhaken. Da wir jetzt einen Teleport-Stein hierher haben, eine Teleport-Rune, ist das ja auch soweit okay. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.